Nein! Du wirst langsam ein großer Junge. Ich bin schon groß und vier. Komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Caillou. Groß ist die Welt und schön. Es gibt so viel zu sehen, viel zu entdecken mit Caillou. Was ihr hier seht, ist spannend und neu. Und Mami und Papi sind immer dabei. Wir spielen jeden Tag. Und was ich mal nicht mag, ist schnell vergessen bei Caillou. Caillou, Caillou, Caillou. Spiel doch mit. Das sieht doch schön aus. Das schmeckt aber lecker. Wer möchte mir heute beim Aufräumen helfen? Ich will! Caillou half gern nach der Frühstückspause beim Aufräumen. Danke, Melanie. Vielen Dank, Caillou. Caillou? Wo bist du? Hier bin ich. Gut gemacht, Caillou. Hört mal alle zu. Nachher werden wir eine Talentshow veranstalten. Und jeder soll mitmachen. Ihr könnt etwas basteln oder vorführen. Denkt euch einfach was Schönes aus. Oh. Ja, ja. Ja. Darf ich ein Bild malen? Ja, natürlich. Ich kann einen Turm bauen. Gut. Caillou überlegte nur kurz. Dann beschloss er, ein Lied zu singen. Ja, Clementine? Ich werde ein Lied singen. Was machst du, Caillou? Ja, aber ich wollte auch ein Lied singen. Das ist in Ordnung. Ihr könnt beide singen. Ui! Darf ich ein Gedicht aufsagen, Miss Martin? Aber natürlich, Leo. Ich werde ein Gedicht aufsagen. Ich kenne ganz viele Gedichte. Und ich werde Oh, McDonald hat eine Farm singen. Oh, McDonald hat eine Farm. Ia, ia, oh. Sehr gut, Clementine. Caillou gefiel es gar nicht, dass Clementine immer genau das machte, was er auch machen wollte. Miss Martin, genau dasselbe Lied wollte ich aber auch singen. Uns fällt sicher ein anderes Lied ein, das du singen kannst. Wie wär's mit Biber Butzemann? Caillou wartete auf seinen Großvater. Die beiden wollten heute in den Park gehen. Hallo, Opi! Caillou und sein Großvater beschlossen, mit dem Bus zum Park zu fahren. Opi, musst du nicht bezahlen? Ich habe eine Monatskarte, deshalb muss ich jetzt nichts bezahlen. Caillou fuhr gern mit dem Bus. Der war sehr groß und an jeder Haltestelle stiegen Fahrgäste ein oder aus. Caillou war vorher noch nie in diesem Park gewesen. Er konnte weder schaukeln noch rutschen sehen. Er war gespannt, was man in so einem Park wohl spielen könnte. Hey, Junge! Mein Name ist Caillou. Das ist mein Freund George. Er nennt mich Junge, weil er viel älter ist als ich. Ich habe deinen Großvater vor vielen, vielen Jahren in diesem Park kennengelernt. Er war damals nur ungefähr so groß. Aber sogar Rosie ist viel, viel größer. Kommt mit. Ich bin mit Aufbauen fertig. Ich hoffe, du magst Rätsel, Caillou. Was ist denn das da? Wir alle wollen jetzt Croquet spielen. Du und ich, wir sind ein Team. Caillou wusste nicht, wie man Croquet spielt, aber er mochte nicht danach fragen. Er fühlte sich in der Gegenwart von Großvaters Freund George ein bisschen unsicher. Sag mal, Caillou, magst du Rätsel? Und schon geht's los. Welches Tier kann höher als ein Haus springen? Es war schon früher Abend und Caillou und Sarah spielten draußen Ball und hatten viel Spaß dabei. Gefangen! Ich glaube, ein Gewitter zieht auf.
Hi, Caillou. Hi, Sarah. Irgendwie tröpfelt es. Hat vielleicht jemand den Rasensprenger aufgedreht? Nein, Papi. Es regnet. Schnell, kommt alle rein, sonst werdet ihr klatschnass. Los, schnell, schnell. Gerade noch rechtzeitig. Sonst werdet ihr alle durchnässt worden. Gilbert ist ein kleiner Angsthase. Ich habe keine Angst vor Gewittern. Oh, oh. Bleibt alle stehen, wo ihr seid. Ich gehe und hole eine Taschenlampe. Mami! Hab keine Angst. Ich bin bei dir, Mäuslein. Scheinwerfer an! Nein! Du brauchst keine Angst zu haben, Rosie. Ich bin's. Ich werde ein paar Kerzen aus der Küche holen. In die Küche, Marsch! In die Küche, Marsch! Zuerst hatte Caillou ein bisschen Angst, als die Lichter ausgegangen waren. Aber im Kerzenschein sah alles nicht mehr so gruselig aus. Gleich wird's noch heller. Papi, warum ist das Licht ausgegangen? Och, ich glaube, das lag am Gewitter. Manchmal, wenn ein Blitz die Stromleitung trifft, kann der Strom ausfallen. Komm, wir gucken, ob bei den anderen die Lichter auch aus sind. Ja. Caillou und seine Familie picknickten im Park. Caillou machte es viel Spaß, in dem kleinen Bach zu spielen. Und plötzlich entdeckte er etwas ganz Besonderes. Toll, ein Schatz! Noch mehr Schätze! Komm, Caillou, wir gehen jetzt nach Hause. Caillou wollte seine neu gefundenen Schätze nicht einfach liegen lassen. Los, komm, mein Hase. Meine Taschen sind nicht groß genug. Caillou dachte darüber nach, wie er seine Steine am besten nach Hause bringen könnte. Komisch, der Korb ist jetzt noch schwerer als vorhin, als wir losgingen. Oh, weil ich all meine Steine da reingetan habe. Ach so, das erklärt ja alles. Der da, Mami, glänzt am allertollsten. Ich glaube, das ist ein Piratenschatz. Allertollsten. So, mein Mäuslein, du gehst jetzt in die Badewanne. Dann glänzt du nämlich auch ganz toll. Caillou, du badest dann danach, ja? Ist gut. Da hast du aber eine ganz schöne Sammlung. Eine Sammlung? Aha. Wenn man von einer Sache viele Teile zusammenträgt und sie sortiert, dann nennt man so etwas eine Sammlung. So wie meine Briefmarken. Also der Küchentisch ist nicht der richtige Platz für deine Sammlung, Caillou. Such dir lieber einen anderen Ort für deine Steine. Also sammelte Caillou seine Steine. Weißt du was, Gilbert? Leo kommt gleich rüber. Ich werde ihm das Auto zeigen, das Opi mir geschenkt hat. Es hat mein Papi gehört. Es ist irgendwo hier drin. Hier ist es ja. Gilbert, die Spielzeugkiste ist für Spielzeug und nicht für Katzen. Puppi versteckt. Versteckenspiel. Gleich rüber und spielt Auto mit mir. Puppi versteckt. Rosie mitspielen. Brumm, brumm. Nein, nicht jetzt, Rosie.
Rosie auch Auto spielen. Nein, Rosie. Du bist noch nicht groß genug, um mit den Autos zu spielen. Rosie, groß! Nein, du bist noch nicht groß. Du musst erst so groß wie ich sein. Rosie, kann you helfen? Was machst du da, Papi? Ich gehe jetzt raus und putze die Fenster. Darf ich helfen? Na klar. Caillou, hingefallen! Du kannst den Eimer noch nicht tragen. Er ist einfach zu groß für dich. Hier, nimm doch einfach das hier. Ich trage den Eimer. Ist gut. So, jetzt sind wir fertig. Das haben wir doch wirklich gut gemacht, nicht wahr? Ja, haben wir. Danke, dass du mir geholfen hast. Wird dieses Fahrrad immer kleiner oder wird mein kleines Mädchen langsam immer größer? Yeah! Rosie, jetzt großes Mädchen. Papi, guck mich mal an. Du wirst auch immer größer. Hallo, Caillou. Machst du eine Radtour mit mir? Darf ich? Klar. Darf ich auch mitkommen, Sarah? Also gut, ich bin soweit. Aber du hast doch dein eigenes Fahrrad. Du kannst doch nicht mit Rosies Dreirad fahren. Caillou spielte mit Gilbert und Teddy Burgen und Drachen. Pass auf, Teddy, auf dem Bett liegt ein Drache. Nein, Gilbert, bleib hier. Du bist der furchtbare Drache. Aber Gilbert wollte nicht mitspielen. Wir brauchen einen Drachen. Mami, hast du Gilbert gesehen? Nein, habe ich nicht. Gilbert, du frecher Kater. Hast du dich versteckt? Das klang, als ob Rosie Spaß hätte. Caillou wollte herausfinden, was sie wohl machte. Es gibt lecker Essen. Aber ich brauche einen Soldaten, der Teddy vor dem Drachen beschützt. Nein! Soldat hungrig! Hey, ihr beiden, teilt euch bitte eure Spielsachen. Ihr müsst versuchen, zusammenzuspielen. Als Caillou die Kartons sah, hatte er eine wundervolle Idee. Mami, können wir die Kartons haben? Ich will eine Burg bauen. Natürlich, solange du mit Rosie alles teilst und ihr nett zusammenspielt. Machen wir! Möchtest du etwas mit mir spielen, Rosie? Puppen spielen? Nein, nicht Puppen. Drachen. Wow. Caillou machte es viel Spaß, mit seinen Freunden Jason und Jeffrey zu spielen. Aber allmählich wurden sie ein ganz klein bisschen zu laut. Jungs, könnt ihr das bitte in Zimmerlautstärke machen? Aber wir spielen gerade, wer am lautesten brüllen kann. Wenn wir rausgehen, dürfen wir dann in Stadionlautstärke brüllen? Ja, natürlich, Caillou. Es wird sowieso Zeit, um draußen zu spielen. Oh. Es regnet. Oje, ich fürchte, bei dem Wetter können wir nicht draußen spielen. Caillou war enttäuscht. Er wollte so gern nach draußen gehen. Ich mag
kein Regen. Woher kommt überhaupt all das viele Wasser? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß jemand von euch, woher der Regen kommt? Er kommt aus den Wolken. Richtig. Aber wisst ihr, wie er dorthin kommt? Passt auf, ich zeig's euch. Der Weg des Wassers beginnt in Seen und Flüssen. Im Lauf der Zeit verdunstet es. Das bedeutet, es steigt in die Luft auf und bildet die Wolken. Hat sich in ihnen genügend Wasser gesammelt, dann ähneln sie Schwämmen und sie können nichts mehr aufnehmen. Also fließt das Wasser wieder heraus und dann regnet es. Oh! Und der Regen macht, dass das Gras wächst. Richtig. Caillou wusste, dass Regen manchmal gut war. Aber im Moment wollte er doch zu gern hinausgehen und spielen. Könnte ich nur was machen, dass der Regen aufhört? Thank you.